Herzlich. Achso. Mach du. Herzlich willkommen zurück zu The Forest zusammen mit Jojen und mir Perudo. Wir sind etwas in Eile, deswegen auch die überraschende Willkommensbegrüßung. Genau. Wir hauen den gerade mal hier ein bisschen. Spießen den mal auf. Das ist voll der Ninja. Der ist weggerollt, hast du gesehen? Ja, vor allem, der hat einen Stock in der Hand, der haut voll drauf. So, wir wollten jetzt in dieser Folge, aber. Hier so hinten viel Zeit geht's runter. Sein. Wo bist du? Ah, da. Genau, wir gehen jetzt mal in den Dungeon. Und. Wir müssen unbedingt mal speichern irgendwie. Wir haben jetzt 3 Folgen ohne zu speichern. Wenn wir jetzt sterben, wird ganz schlimm. Vielleicht machen wir unten ein Temporary Shelter. Oh, es geht aber sehr tief rein. Oh, Gedärme. Das ist neu. Hatte ich nicht eine Fackel? Die können wir uns machen. Stoff und ich glaube einfach nur ein Stock. Gut, dass ich noch einen Stock habe. Das war der letzte Stock. Ich wollte mir eigentlich ein Temporary Shelter hier bauen. Wie sieht's denn hier aus? Boah, also wie gesagt, es ist jetzt auch Premiere für mich. Ich war ja seit der, ja, sag mal, der letzten Aufnahme vor ein paar Jahren nicht mehr in der Höhle. Boah, das sieht schon gruselig hier aus. Die ganzen Stalagmiten. Das ist neu auch gemacht hier, so an der Stelle. Oh, hier sind ganz viele Koffer. Oh, schön. Oh, da muss ich direkt mal hier zuschlagen. Ich glaube, hier war die Stelle, wo es mal die Axt gab. Aber ich vielleicht irre ich mich auch. Ich glaube, wir mussten vorher durch irgend so ein Holz durch. Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, ein bisschen Stoff ist doch schon mal gut. Stöcke liegen hier rum. Kann ich auch gebrauchen. Hab nämlich alle oben aufgebraucht. Wir müssen. Ein paar Molotov-Cocktails kann ich mir schnell basteln. Ja, das. Die werden wir gleich brauchen. Auf jeden Fall. Dungeon ist das auf jeden Fall sehr gut, weil die Gänge sind enger. Eine Burning Craft kann man. Ah, man kann eine Axt auch zum Brennen bringen. Was denn, wie geht denn nochmal Explosive? Keine Ahnung. Circuit Board? Wo ist denn die Armbanduhr eigentlich? Die habe ich eben gesehen. Da. Ne, das war es nicht. Wie geht nochmal so eine Fackel? Ein Stoff, einen Stock. Und das war's schon. Macht er nicht. Echt nicht? Oder ein Upgraded Stick. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht brauchst du 2 Stöcke, musst du zusammenbasteln und dann. Aber eigentlich. Da habe ich jetzt etwas überfragt, ehrlich gesagt. Ach, ich glaube, ich brauche noch Münzen, ne? Ne, das funktioniert nicht mit dem Explosive. Vielleicht, weil ich zu viele Stöcke habe schon, keine Ahnung. Nö, das naja, gut, dann mach du das aber mal. Aber vielleicht hast du unten schon einen. Guck mal, wenn du ein Inventory machst, hast du quasi ich hab neben dem Dünner mit. Ich habe einen Upgraded Stick, einen Wick genau, Spear und einen Upgraded Spear. Genau, du brauchst einen Upgraded Stick und einen Stoff. Und da machst du eine Fackel draus. Ja, ich bin ein Dämon, ich habe es falsch verstanden. Nee, ich habe es auch falsch, glaube ich. Am Anfang habe ich es auch, glaube ich, falsch ausgedrückt. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo sind wir denn? Jetzt waren wir gerade in dieser Ecke hier. Warum sind hier so ganz viele Hasenställe? Oh, hier liegt einer. Wieso, wie kannst du mit der Fackel rumrennen und gleichzeitig mit der Axt? Ich habe keine Axt. Ich habe eine Karte. Karte? Cool. Ich will auch. Ja, die müsste da liegen, bei dem Mann. Super. Und einen Kompass habe ich. Die ist neu. Es gab die zwar schon, aber es gab die nicht so hier gezeichnet. Ich vermute, dass wir die jetzt weiter zeichnen werden. Oh, ist sehr laut hier. Und einen Kompass habe ich gefunden. In seiner Hand. Genau, den habe ich auch gefunden. Haben wir jetzt den Kompass? Wo ist der? So, wenn ich den equippe, sehe ich aber nichts. Genau, das ist Seil nach oben. Bin gerade mal ein Stückchen zurückgegangen.
wo das Seil nach oben ist, um das vielleicht die Karte dann zu aktualisieren. Okay, es sind immer noch ganz viel. Oh, sieht gleich aus bei mir. Was denn? Die Map. Ach so. Mit M geht die an einen aus? Ja, genau. Aber. Ach doch, der. Okay, er hat die Stelle markiert, wie man wieder nach oben kommt. Bist du soweit ausgerüstet? Ja, wir können dann gehen wir weiter. Genau, gehen wir gerne. Ja, ich folge dir mal. Ach so, sollten wir mal hier irgendwo eine Speicherstelle hinmachen? Ach so, ein Temporary Shelter bauen? Ja, oder sowas. Ja, dann gehen wir mal kurz ein Stück zurück. Wir hören so, glaube ich, die oben in ihrem Lager, die ganze Zeit da rumzetern sind. Haben wir überhaupt genügend Sachen vom Temporary Shelter? Ich baue mal eins. Ich weiß noch nicht wohin. Ich habe 4 Stöcke. Sieht das gut aus hier? Ja, wir haben zu wenig Stöcke, glaube ich. Definitiv haben wir zu wenig Stöcke. Wir brauchen 14, ich habe nur 4. Du lieber Gott. Blätter haben wir genug. Ja. Dann kann man das wieder löschen mit C, würde ich sagen. Okay. Dann gehen wir ein bisschen weiter, vielleicht finden wir noch ein paar Stöcke. Ja. Oder können wir diese Käfige kaputt machen? Ich habe da gerade drauf gehauen. Ist es hier drin oder ist es... Ich glaube, das sind die über uns. Was ist denn jetzt passiert? Was hast du gemacht? Ich habe hier dieses Teil kaputt gehauen. Ich bin total im Brennen, so ein Murks. Hast du dich gehauen? Nee, ich habe einfach hier auf das draufgehauen, auf so einen Käfig und dann habe ich gebrannt. Vielleicht habe ich deine Fackel erwischt. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht bist du an die Fackel gekommen. Gehen wir weiter? Ja, ich folge mal dir. Ja. Boah, es ist hier laut. Boah, es ist peinlich, wohin, wo du nicht mehr rauskommst. Na schön, hier mit den Lichteffekten. Hier geht's noch tiefer rein. Ja, da mal los. Na gut, dann. Höhlenerkundung. Falls wir die Sodas aufbrauchen, weil wir Durst haben, kein Problem. Oben liegen ja ganz viele noch. Das stimmt. Oh, hier ist ein Stock. Stöcke liegen hier. Noch ein Stock. Sehr schön. Jetzt habe ich 6. Ich habe 6. Okay, haben wir 12. Fehlen 2 Stück noch, dann haben wir es. Ja. Ich lass dich mal wieder vorgehen. Du hast das Größere. Oder? Obwohl, ja, ich kann eigentlich auch die Fackel nehmen. Ne? Boah, es ist laut hier. Mal weg hier. So. Das Gute ist, so können wir natürlich aus der Gefahrenzone raus, weil es wird irgendwo gleich einen Ausgang geben, woanders auf der Weltkarte. Angriff! Was? Oh. Gegner! Zähne! Zähne! So, was ist das da für ein rotes Teil? Ein Hell. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass jetzt ein Gegner kommt. Solange es noch normale sind und nicht irgendwie jetzt gleich so ein paar andere Monster. Hier liegt eine... Naja. Okay, hier geht's auch woanders hin. Da bist du dran schon vorbeigegangen, ne? Hast du gesehen? Die eine, rechts eine Abzweigung runter, wo man sich ducken muss? Nee, das habe ich nicht gesehen. Hier ich vorne, nur wo ich bin, geht's runter. Moment, ich muss gerade eine Fackel machen. Ich habe nur eine Bretterwand gesehen, die man einschlagen kann. Hier. Oh, wenn du die gesehen hast, dahinter ist, glaube ich, die Axt. Mach mal auf, da ist nichts Gefährliches hinter. Ist nur ein kleiner Raum. Okay. Da kann ich mich dran erinnern. Meine, da war dahinter. Aber das kann natürlich auch hier geändert worden sein. Ist ein Lager mit Seilen.
Ist nicht die Axt. Einem The Practical Caver? Fotos? Beautiful Waterfalls. Also eine Zeitschrift war das. Ja, so schade. Hatte ich anders in Erinnerung. Ja, die gut, die haben das ja wahrscheinlich geändert. Ja. So, dann. Auf der linken Seite kommt das dann, der Weg. Hier? Ja, ein Stück weiter noch. Da geht's irgendwo runter. Genau da. Hier. Ah. Deswegen, ja, die Frage ist aber, ob wir hier lang wollen oder weiter da hinten. Aber ich habe keine Ahnung. Es sieht sehr eng hier aus. Ich komme da nicht weiter. Ich komme gerade auch nicht weiter. Doch, jetzt geht's. Ah, okay. Vielleicht haben wir uns da selbst behindert. Fledermaus. Und Stöcke. Jetzt können wir speichern. Oh, dann bauen wir doch hier direkt das hin, oder? Okay. Ach, oh, Mann. Jetzt haben wir erschrocken. Wir müssen uns nur merken, obwohl jetzt kann ich mal Map gucken. Ja, die ist ein bisschen größer geworden. Ja. Aber so übersichtlich ist die nicht. Ja, das Ding zerfällt ja sowieso wieder gleich, ne? Von daher. Warte mal, ich setze mal gerade die Blaupause. Und geht gar nicht. Ich muss was essen. Wir müssen auch ein Lagerfeuer irgendwo. Obwohl ich kann jetzt. Nee, warte, ich trinke einfach ein Soda. So. Sollen wir jetzt bauen, das Temporary Shelter, oder? Ich habe die Blaupause gesetzt. Okay. Wobei, dann kommen wir nicht mehr da vorbei, ne? Danach. Können wir einfach drüber springen, glaube ich. Oder? Ja. Willst du so neu setzen, was weiter hier rüber? Ja, vielleicht neu setzen, ja. Sollst du löschen? Mhm. Dann esse ich in der Zeit schon mal einen Riegel. Da. Wo bist du jetzt? Du bist da. Wo wollte ich jetzt hinsetzen? Ja, wir gehen noch ein bisschen weiter rein. Das ist, Okay. Hauptsache nicht sterben. 4 Folgen und dann tot. Ja, das wäre wirklich bitter. Wo müssen wir lang? Hier lang, ne? Keine Ahnung. Also wie gesagt, wir müssen auch oben. Also die waren riesig, die Höhlen, ne? Wo ist denn jetzt schon wieder? Ach, ist mein Hier liegen ganz viele Stöcke. Komm, ja. Wir tun das jetzt einfach hier bauen, oder? Ich würd auch gerade sagen, weil... Oh, bist du schon dabei? Ja. So, nehmen wir noch ein paar Stöckchen auf. Auf jeden Fall. Können wir gleich noch ein kleines Lagerfeuer machen. Aber ja. Ich hab nichts mehr zum Braten. Ich habe jede Menge Fleisch zum Braten. Ich habe auch noch einen Lizard. Dann, ich baue mal ein kleines temporary Dingsbums-Lagerfeuer. Ich tu mal gerade speichern. Puh, gespeichert. Schön. Ja, ich muss gerade noch jemand Feuerchen basteln. Also ich habe Fleisch zum draufwerfen, wenn du willst. Ein bisschen habe ich auch, ja. Ich habe ja noch den... Das ging aber früher nie, oder? Dass man in der Höhle bauen kann? Ach Quatsch, verkehrt. Ich wurde ich habe auch eins draufgeworfen. Speichern. Nee, das ging früher nicht. Das war das. Das ging früher nicht. Das war immer ein Problem. Finde ich aber gut so, weil ich... Ja, ist voll wichtig. Allein schon, dass wir uns Nahrung hier machen können. Ups, ich habe versehentlich gehauen. Achso, voll der Schock. Hast du was draufgelegt? Zwei Sachen oder nur eine Sache? Eine Sache habe ich draufgelegt. Eine Sache. Okay, dann lege ich auch was drauf. Da kannst du schon essen. Ja, ich versuche das. Kannst du nicht essen? So, jetzt. Gut, jetzt lege ich mir was drauf. Was war das? Das war anscheinend nicht mehr gut, das Fleisch. Weil du hast einmal gemacht. Ah, okay. Das sieht ja appetitlich aus. Was denn? Der Lizard. Oder was du da drauf knallst. Oh, hier liegt ein Herz. Ich schaue mich mal gerade ein paar Meter hier um. Ja. Ah, hier ist schon das nächste Teil. Was für ein nächstes Teil? Eine Zeichnung von Timmy, würde ich sagen. Ein roter Mann. Ja, ich komme gleich. Timmy, der mit einem Teddybären rennt. Hat die Fackel schon wieder ausgemacht, der Heini. Und ich habe noch was gefunden. Ein Kopf von einem Teddybären, glaube ich, oder sowas. Oder irgendein Kopf. Zeichnung? Hast recht. Ja, und daneben liegt noch was. Auf dem Tisch. Okay. So ein Kopf von irgendwas. Weiß nicht, ob es vom Teddybären ist.
Er sieht aus wie eine Puppe, Pinguin. Nee, hast recht, ein Puppenkopf, hm? So, also es geht runter und es geht nach oben. Es könnte ja sein, dass wenn wir hier nach oben gehen, einen Kreis gehen. Ah ne, hier ist zu. Ist zu? Obwohl, warte, hier können wir vielleicht hoch. Ja, mit Springen geht's. Ja, ich komme. Oder auch nicht. Ich hab ganz kalte Hände, also... In echt jetzt? Ich weiß gar nicht. So, 4,5 Minütchen haben wir noch. Coole Folge. Ich will unbedingt wissen, was es hier noch gibt. Wie heißt der Bürgermeister von Esel? Wesel? Ach, ja. Klappt hier gar nicht, ne? Esel. Oh, oh. Oh, oh. Klingt nicht gut. Vorsicht! Deswegen meine ich ja, oh, oh. Aber wo ist er denn? Kann ich eigentlich mit der Fackel auch hauen? Warte, ich werf einen Molotow-Cocktail. Geh mal weg. Sehr schön. So, der ist jetzt weg. Der war nicht getroffen. Irgendwie pass auf, ich klappt stehe das hier total nicht. Schlecht. Ja, die sind ja voll schnell. Ich meine, das ist ja auch kein... Ja, aber die stehen da und ich treffe trotzdem nicht. Das ist schon ein bisschen frustig. Denke ich, voll Noob. Dann komm her. Ja, genau du. Schrei mal. Aber... Wo ist er? Oh. Da. Aber da gibt es ja quasi jetzt in Anführungszeichen ein Fadenkreuz schon, wo er hinwerfen kann. Ne? So dieser Kreis am Boden. Ich erwischte mich. Jetzt aber. Wo ist er denn? Wieso rennt er immer bis zu mir? Jetzt reizt aber. Ich komme. So, das war's. So. Wo ist meine Fackel? Die könnte ich tatsächlich mal jetzt hier equippen. Warte mal. So, lass die mal beide mitnehmen zur Lagerstelle. Und verbrennen. Das war ja direkt hier. Ah, ist doch ein Stück. Combine auf die... Warum kann ich die 4 nicht? Sehr schön. Ich habe gerade nochmal meinen Rucksack ausgerüstet. Okay. Auf die 4 habe ich mir jetzt quasi die Fackel gesetzt. Ja, ich sollte das auch natürlich, mal besser machen. Die natürlich gerade leer war. So. 4 habe ich die Nahrung. 1 ist Molotow. Genau, bist du? Nicht, dass wir uns nachher verlaufen hier. Bist du wieder zurückgegangen, ein Stück? Ich habe mir hier die verbrannt, die Leiche. Wegen den Knochen. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Nee, du bist hier bei mir. Komm mal zurück. Hier hin. Ah ja, ach doch, okay. Hier ist die Lagerstelle. Sehr gut. Da können wir gleich auch mal eine Runde schlafen, würde ich sagen. Ja. Wenn es was bringt. Nee, ich glaube, das heben wir uns vielleicht noch auf, weil eigentlich ist ja egal, ob hier dunkel ist oder nicht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Wäre höchstens gut. Für, wenn wir zu schwach werden oder so, falls das überhaupt so der Fall ist. Ein bisschen Morgengymnastik machen. Genau. Dann vielen Dank für die Folge und jo. Dann sehen wir uns bei der nächsten wieder in der Höhle. Dito. Bis dann. Ciao.